eine wirklich herausragende Saison gespielt. Und auch der Ligatitel liegt jetzt in greifbarer Nähe. Und da fehlt in den nächsten Partien noch ein einziges Pünktchen. Das sollte machbar sein. Unser Schiedsrichter in der heutigen Partie heißt Guilherme Santos. Schiedsrichters. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Achtung, hier brennt sich vielleicht was an. Klasse Zuspiel. Sanchez. Oh, der Trainer ist sauer. Einfach mangelnde Konzentration, die er da beklagen muss. Gündogan. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Kehl. Marco Reus. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Da wird zum Eckball geklärt. Mats Hummels! Vollkommen ungefährlich, dieser Schuss. Hummels. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Achtung! Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Abgefälschter Ball und im Aus. Und schon wieder Eckball. Iniesta. Jetzt greift er ihn an. Und Achtung, der könnte passen. Oh! Ach Gott, nee, das war doch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Lajkowski bewegt den Ball. Schmelzer. Reus, wunderbar gemacht, das Bällchen läuft hier hin und her. Marco Reus, sofort abgezogen und... Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Dani Alves. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Und Achtung, genau hingeschaut. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Kehl. Und nun Lionel Messi. Das könnte gefährlich werden. Das war aber haarscharf. Von der Latte springt der Ball ins Tor aus. Reus, ein Stürmer, wie er sein muss. Ganz wenige Chancen nur für seine Tore. Und nun Lionel Messi. Und das, was Lionel Messi da vorführt, das ist moderne Ausprägung des Stürmerspiels. Vorne, immer da, schnell Räume schaffen. Auf der anderen Seite, bei Ballverlust, sofort umschalten und gegen den Ball arbeiten. Sauber geklärt. Und jetzt! Den hat er aber jetzt nicht richtig getroffen. Nee, völlig aus der Balance. Also das konnte nichts werden. Der Schiedsrichter zeigt an, es gibt Abstoß. Iniesta.
Schmelzer. Ja, da kommt was auf uns zu. Ein schöner Zweikampf von ihm, kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Blaszczykowski bewegt den Ball. Gündogan. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Also wenn Sie mich fragen, den hätte ich auch mit der Mütze von meiner Oma gehalten. Erfolgreicher Zweikampf. Gündogan. Und dann wird er doch noch gestoppt. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und nun Lionel Messi. Ball ist im Aus, Eckball für den FC Barcelona. Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Ein Ball zum und Kehl. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Gute Flanke. Eine etwas schlampige Flanke. Sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Sanchez. Schuss und... Das war gar nicht so einfach, den Ball zu halten. Da war richtig Zug drin in dem Schuss. Und der FC Barcelona holt einen Eckball raus. Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Die Tore sind noch im Sack und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. 0:0, das ist der Pausenstand. In Afrika würden Sie sagen, da liegt ein Voodoo-Zauber über diesem gegnerischen Tor. Sie treffen es einfach nicht. Ja, und wenn das mal nicht noch richtig nach hinten losgeht, ein Konter und die verlieren das Ding sogar noch. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Schöne Flanke. Unglaubliches Tor. Ein Punkt trennt diese Mannschaft nur vom vorzeitigen Titel. Aber auf ein wackeliges Remis will sich hier wohl niemand verlassen. Man setzt auf Sieg und im Moment sieht es wirklich gut aus für den Meisterschaftsanwärter. Mein Gott, Buschi, das hast du auch gesehen. Das ist ein großes Tor. Ja, zum einen wie er den macht, aber zum anderen, Manni, diese Vorarbeit zum Genießen. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Jetzt schießt er und... Alle Achtung, gegen diesen harten Schuss eine klasse Parade. Jetzt können wir uns auf den nächsten Eckstoß freuen für den FC Barcelona. Marco Reus. Neymar. Und nun Lionel Messi. Macht er ihn rein? Der könnte passen. Und schon wieder Eckball. Und noch eine Ecke. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist noch wirklich nichts draus geworden.
Iniesta. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht's hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Kehl. Marco Reus. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten. Aber hier nochmal ein Glück. Abseits. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Neymar. Da wird der Trainer zufrieden sein. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Gündogan. Kommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Dani Alves. Guck mal hin! Klasse abgeblockt. Kehl. Lässt sich bei der Ballannahme nicht beirren. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Schönes Tackling, sauberer Zweikampf. Mascherano hat den Ball. Reus. Wunderbarer Pass, das kann gefährlich werden. Geht er rein? Und der Keeper kann diesen Schuss entschärfen. Und wir werden ein... Eckball sehen für die Dortmunder Borussen. Ja, ist das denn hier Doppelkopf? Er bringt 2 neue. Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern. Achtung, Kopfball. Mit sowas kannst du diesen Torwart nicht aus der Reserve locken. Da liegt er frei rum, der Ball, holt ihn euch. Reus. Und jetzt! Ja, das muss Ecke geben für den BVB, die gibt's auch. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Und die besagt, kein Team hat wirklich einen Vorteil. So langsam finden sie Gefallen dran, wieder Ecke. Das kann passieren, es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Kein Problem für den Gegenspieler, so ein Geschenk nimmt er gerne an. Die Möglichkeit! Und jetzt für den Schuss und das ist der Tor! Super gemacht, so muss eine Mannschaft auftreten, die den Titel für sich beansprucht. Ein Remis hätte heute auch schon gereicht. Aber man will ganz offensichtlich kein Risiko eingehen und die Sache so schnell wie möglich in trockene Tücher bringen. Ist dieser Vorsprung schon uneinholbar? Sanchez. Und der Schiedsrichter entscheidet, Freistoß. Xavi. Marco Reus. Balleroberung im Mittelfeld. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Iniesta. Eine souveräne Leistung des Verteidigers.
Marco Reus. Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein und von der Ehefrau getröstet zu werden. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen. Das ist eine erbärmliche Torhüterleistung hier. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Jetzt sieht er ab. Das Bällchen ist drin. Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Gerade noch den Strafstoß pariert und bei der nächsten Aktion, da scheppert's doch. Oh, das ist jetzt aber schon deutlich. Eindeutige Führung. Dass das Publikum verstummt, das erlebt man nicht oft. Aber sie haben auch wirklich überhaupt keinen Grund, irgendwie hier zu feiern. Jawohl, abgefangen. Toll, wie er das macht und... Wir wissen es, das war sein schwacher Fuß, Buschi. Ja, das hat man dann auch deutlich gesehen, Manni. Aber das muss besser funktionieren. Marco Reus. Und nun Lionel Messi. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Lewandowski. Iniesta. Egal, wo man Iniesta in der Offensive einsetzt, er wird sich überall zu Hause fühlen. Jetzt schießt er und erstmal nur abgewehrt. Reus. Und damit steht die Mannschaft als Meister fest. Dieser frühzeitige Gewinn unterstreicht gleichzeitig ihre Klasse und ihre Dominanz in dieser Liga. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.